Hallo, Sie sind auf dem Kanal Device. Heute bewerte ich den Asus VG24 VQ Monitor. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren mit, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 23,6 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Die Bildschirmauflösung liegt bei 1920x1080 Pixeln. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 8 Bit und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 48 bis 144 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 1 Millisekunde. TUF Gaming VG24 VQ. Der TUF Gaming VG24 VQ ist ein 59,94 cm, also 23,6 Zoll, Full HD 1920x1080 Curved Monitor mit einer ultraschnellen Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz. Entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind. Das beeindruckende Curved Display mit Adaptive Sync Technologie, FreeSync, sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln. 59,94 cm, 23,6 Zoll im immersiven Curved-Format. Das 59,94 cm, also 23,6 Zoll große Full HD 1920x1080 Pixel Panel TUF Gaming VG24 VQ liefert eine beeindruckende Bilddarstellung aus jedem Blickwinkel, wobei die Krümmung von 1500R für ein immersives, fesselndes Gaming-Erlebnis sorgt. Dies erhöht den Sehkomfort, auch bei ausgedehnter Nutzung, und lässt dich weitere Betrachtungswinkel mit minimalen Verzerrungen und Farbverschiebungen erleben, egal ob bei Spielen oder Filmen. 144 Hz Bildwiederholfrequenz. Der TUF Gaming VG24 VQ verfügt über eine extrem hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, damit auch schnelle, actionreiche Spiele in der höchsten Detailstufe butterweich und vollkommen verzögerungsfrei dargestellt werden können. Behalte jederzeit die Oberhand, egal ob bei Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategie oder Sporttiteln. Extreme Low Motion Blur. Der Monitor verfügt über die neuesten Asus Extreme Low Motion Blur Technologie, die 1 Millisekunde MPRT erreicht und damit nicht nur Schlierenbildung und Bewegungsunschärfe eliminiert, sondern auch bewegte Objekte schärfer aussehen lässt, um ein flüssigeres und direkteres Gameplay zu ermöglichen. Shadow Boost. Die Asus Shadow Boost Technologie macht dunkle Bereiche der Spielwelt besser erkennbar, ohne helle Areale überzubelichten. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken. Game Plus. Der Asus-exklusive integrierte Game Plus Hotkey bietet spezielle Gaming-Features, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können. Game Visual. Die Asus Game Visual-Technologie bietet 7 voreingestellte Display-Modi, um die Darstellung für jegliche Art von Inhalten zu optimieren. Dieses einzigartige Feature kann ganz einfach durch die Hotkey-Taste oder per OSD, On-Screen-Display-Einstellungsmenü, bedient werden. Flicker-Free-Technology. Die Flicker-Free-Technology reduziert das Bildschirmflackern auf ein Minimum, um die Augenbelastung zu verringern. Dies sorgt für mehr Komfort, besonders bei ultralangen Gaming-Sessions. Ultra-Low-Blue-Light-Technologie. Die Asus Ultra-Low-Blue-Light-Technologie reduziert den potenziell schädlichen blauen Lichtanteil, der vom Monitor abgegeben wird. Zur Regelung der Blaulichtreduzierung stehen 4 verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 53,761 cm breit, 37,699 cm hoch und 21,771 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 5,66 kg. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über 2 Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 2 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: einmal HDMI 1.4, einmal DisplayPort 1.2 und einmal 3,5 mm Audio In. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten inklusive DisplayPort 1.2 einmal, HDMI Version 1.4 auch einmal, sowie D-Sub einmal und einem Audioeingang, sodass ein breites Spektrum an Multimedia-Geräten angeschlossen werden kann. Ergonomisches Design. Mit seinem ergonomisch entwickelten Standfuß bietet der TUF Gaming VG24 VQ Funktionen zum Neigen,
Schwenken und zur Höhenverstellung sowie einen Pivot-Modus, damit du den Monitor jederzeit optimal ausrichten kannst. Der Monitor ist zudem kompatibel mit VESA-Wandhalterungen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Die Gaming-Features sind irreführend. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Der Monitor hat eingebaute Lautsprecher. Das Curved-Design ist ein spürbarer Pluspunkt. 144 Hertz machen beim Zocken richtig Laune. Sehr dünne Displayränder, es sieht sehr gut aus. Lässt sich horizontal und vertikal ausrichten. Sehr gute Qualität. Das war's mit unserem Testbericht zum Asus VG24 VQ Monitor. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!